Moin Moin und willkommen zurück zu Mass Effect. Wir befinden uns in den unteren Tunneln und müssen die Gate zurückjagen auf dem Planeten Pheros. Aber ich glaube eigentlich, dass wir hier jetzt nur noch runter zu unserem Marco müssen, mehr nicht, ne? Genau. Gut, steigen wir ins Fahrzeug ein und dann geht's los. Bam. Okay, auf zur Gate-Basis. Ich liebe den Marco. Zeit für die Abrechnung. Oh, da kommt schon das erste Raumschiff. Sieht aus wie so eine Krabbe, ne? Oder so ein... Ah, guck mal. Die letzten gehen nach Süden. Wonach suchen die? Ich habe hier einen Komsi. Es ist zu schwach, um es zu lokalisieren, aber da ist definitiv jemand. Ich muss ein bisschen anders fahren hier. Wow. Ist noch mehr, Commander, aber ich kann es noch nicht aus. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Okay, müssen wir gucken, wo wir hin können. Ah, es geht hier weiter, okay. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Oh, bin getroffen. Ah, okay. Ein bisschen Quatsch, dass er mit deiner kleinen Mini-Pistole auf mich schießt, oder? Also, wir gucken mal, ob wir hier jemandem helfen können auch. Hä? Oh, wer schießt da hinten? Von hinten schießt einer. Na gut, fahr erstmal weiter. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Offenbar haben sie uns entdeckt. Sie sind ganz in der Nähe. Vergessen Sie sie. Wir müssen uns um die Gate kümmern. Dann gehen wir hier runter kurz. Sprechen wir mal den hier. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gate. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Sie sind nicht allein. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie sind nicht tot, aber die Gate haben Ihnen schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gates sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gates, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth... Sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Wo finde ich sie denn? Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Dann bin ich mal gespannt. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Sie würden da draußen problemlos überleben. Was ist das? Ach, sind die Flüchtlinge. Okay. Also, wir müssen einen anderen Weg gehen. Das heißt, wir haben jetzt mit denen geredet und haben jetzt einen Auftrag angenommen von denen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich Sie um Hilfe bitten soll. Hier ist doch irgendwas. Da. Müssen wir mit ihm mal reden? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Natürlich. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Reden Sie ich weiter. Bin ganz Ohr. Schön, schön. Für mich ist es momentan viel zu gefährlich, in den Ruinen herumzulaufen. Tödlich für ihn, gut für uns. Besser geht's doch nicht, oder? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach.
Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Natürlich. Ich muss gehen. Wir probieren es mal. Denken Sie an meine Worte. Alter, wie so eine Drohung fast. So. Ich glaube aber schon, dass wir denen da irgendwie helfen können. Schnell unseren Marco nochmal reingehen. Los geht's. Ja, dieser Marco, der fährt sich auch ganz merkwürdig, echt. Die Steuerung ist wirklich so, naja. Ah, hinter dem Ding sind welche. Okay. Irgendwo einer sein. Ja, sieht so aus, als ob einer hinter uns ist, aber ich sehe keinen. Ja, vermutlich hat er sich versteckt. Man weiß es nicht. Ich sehe hier nichts, oder fliegt da jemand rum? Uiuiui, jetzt wird es auch ein bisschen knifflig, oder nicht knifflig, aber... brenzlig. Blockiert. Das klingt nie gut, wenn es blockiert ist. Okay. Wie geht's, brauchen Sie Ihren Einzug scheinbar keine extra Einladung. Sie müssen irgendetwas von den Exogenic-Systemen okay. Wollen. Muss mal raus. Warum sollten Sie sich sonst mit all dem hier befassen? Wir müssen zu Fuß weiter. Ich bin hier an der Seite. Scheiße, ich muss hier hoch. Okay, die haben die ausgeschaltet. Sehr gut. Meine Leute sind ganz gut eigentlich. So. Da können wir dechiffrieren. Türöffnung machen wir. Die Gegner waren hier nicht. Aber wir können hier ein bisschen was rausholen, glaube ich. Okay. Alter Schwede. Der hat ein bisschen zugesetzt hier, der Gute. Ach, wir hätten auch einfach dagegen schießen können, ne? Hätte ich. Natürlich dumm, na egal. So. Wo müssen wir denn längs? Warte, nach da? Oder hier? Da ist unser Auto, also hier hinten geht es wahrscheinlich längs, ne? Durch dieses blaue Feld da hinten. Sieht so aus. Durchkommen? Mit unserer Ausrüstung schaffen wir es nicht hier durch. Es muss einen anderen Weg nach drinnen geben. Okay. Gucken wir mal. Was für einen anderen Weg kann es dann da geben?
Wir werden in dieser Basis nicht viele Überlebende finden. Mit dem Wagen kommen wir nicht weiter. Gibt es hier noch einen Weg? Gibt es hier hinten noch irgendwas? Guck mal. Gibt ja nichts Brauchbares, oder? Wie kommt man denn da hinten rein, ist die Frage. Mit unserem Marco können wir ja auch nicht durch. Oder können wir mit dem Marco vielleicht ein Loch da hinten irgendwo reinballern? Wir doch da durchkommen? Ich weiß es nicht. Wir schauen gleich mal. Wir haben hier oben nochmal alles abklappern, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube, ich sehe hier nichts. Okay. Mit dem Marco können wir hier nicht durch, oder? Okay. Der Marco muss hier stehen bleiben. Aber da ist doch irgendwie so ein Kreuz da hinten. Aber das zeigt uns auch nichts Wirkliches an. Das zeigt uns nur einen Ausgang an, oder? Okay, also wir müssen noch mal kurz zur Tür gehen. Ich glaube, das ist unten. Können wir hochgehen nochmal? Gucken, was da oben ist? War nichts. Das ist ja blöd. Muss ja irgendwas geben, wo wir weiterkommen. Da hinten irgendwas? Okay. Okay. Kommen wir nicht durch. Gucken wir, ob es da hinten nochmal irgendwas gäbe durch den anderen Weg da. Ich weiß das nicht. Komm hier unten links irgendwo? Nee, auch nicht. Stimmt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Es muss doch hier irgendwie einen Weg reingeben. Jetzt rennen wir hier uns ja die Füße wund. Nichts anderes. Können wir mit denen reden hier? Was sagen die uns irgendwas? Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. Ah, du schießt sowieso schnell. Gute Williams. Komm, wir steigen ins Auto ein. Gucken, ob wir irgendwo noch was anderes finden. Nee, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass man hier hinten noch irgendwo hinkommt. Aber da zeigt er mir doch irgendwas an. Was ist denn dieses X da oder dieses Kreuz da? Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Wahrscheinlich hier drunter irgendwie. Merkwürdig. Da muss auch nichts an der Decke oder so. Irgendwas übersehe ich doch hier, aber bloß was? Und was übersieht er hier? So, ich gehe jetzt ein bisschen rumsuchen. Und wenn ich was finde, dann zeige ich euch das. Eventuell muss ich mir schon was schneiden hier, damit man mich nicht nur hier rumlaufen sieht die ganze Zeit. Hier geht's nur nach unten, Commander. Oh, gehen wir nach unten. Guck mal. Macht vielleicht mehr Sinn. Vor allem nur. Ist doch gut, wenn es nach unten geht. Da ist sogar eine Tür. Oh. Was ist denn das? Verdammt! Die Tochter. Es tut mir so leid. Ich dachte,
fortwährend geht oder einer dieser Waren. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Oh. Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wie? Irgendwelche Vorschläge? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück Perfekt. Mit diesem Feld. Okay. Gut. Oh. Guck mal, da sind Tiere angelaufen hier. Die habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, wir sind runtergekommen. Hier drüben haben wir noch eine Tür gesehen, da drüben, ne? Da gehen wir mal längs. Ich glaube, da müssen wir auch längs. Ja. Hm? Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Oh. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Hui, das war eine enge Kiste gerade. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Ah. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Zeus Hope? Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Oh. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Deshalb haben sie sich so komisch benommen. Sie sollten Joker kontaktieren. Ja. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate.
Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Okay. Gut. Können wir wieder runtergehen? Wahrscheinlich, ne? Oder grad, warte mal, bevor ich wieder runterrenne. Gucken wir erstmal oben, ob es noch einen anderen Weg gab, weil wäre ein bisschen ärgerlich, wenn ich jetzt hier den ganzen Weg wieder hinlaufen müsste. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, wie man sieht. Und hier drin. Aber hier geht es nicht weiter. Also ist schon ganz gut, dass wir hier weitergehen können. Die Waffe mal lieber raus. Gut. Die Geth müssen ihr Schiff mit diesen Klauen an der Seite des Gebäudes verankert haben. Subtil wie ein Tritt ins Gesicht. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Können wir das Schiff entfernen? Vielleicht finden wir ja eine Schwachstelle in einem der anderen Greifer, die wir nutzen können. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? So, Mohammed. Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. Das ist auch einfach nur hart, ne? Weiter, aber hier geht's auch weiter irgendwie, ne? Verschiedene Wege. Also wir können auch hier runtergehen, glaube ich. Gucken, ob wir hier irgendwas finden, was wir nutzen können. Hier ist hoch und runter. Ich will kurz noch in einen anderen Raum auch nochmal rein. Ja, haha. Okay, hier geht's hoch, okay. Weg mit ihm. Gut. Hier gibt es nur so ein paar Bonussachen, glaube ich. Okay. Ich habe die Daten von dem Typen geholt, das ist schon mal gut. Sehr gut. Mehr gibt's ja nicht. Gut, dann haben wir die Daten von den Typen. Deswegen war es wahrscheinlich auch so gut bewacht. Aber ist ja gut, dass wir das haben. Können wir jetzt ja uns auf die andere Seite ausmachen. Auf den Weg machen. Na gut, aber das machen wir beim nächsten Mal, um das Kraftfeld auszustellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.